Ich bin nicht mehr dran. Du bist doch, die Folge dran. Existiert nee, nicht, die du begrüßt hast. Folge. Ach, wie oft haben wir das eigentlich jetzt schon... Na, egal. Ja, weil wir halt nicht viel geschafft haben. Läuft? Ja. Ja? Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines. Mit mir zusammen sind natürlich wieder Anaholic. Moin. Und der Valvo. Servus und hallo. Ja. Wir sind alle dezent fertig. Ne? Alter, ich... Naja. Ihr seht, wir haben... Wir sind immer noch dabei, diesen Kreisverkehr hinzubauen und so ein bisschen eine Autobahnabfahrt auch noch hinzukriegen gleichzeitig. Und das überfordert uns gerade ein bisschen. Das ist aber auch ein bisschen die Uhrzeit, glaube ich. Nach gefühlt 5 Folgen. Das ist jetzt aber immer noch der kleine Kreis, oder? Anno? Ja, ja, den upgrade ich danach halt. Weil den großen, die kriege ich hier einfach dezent überhaupt nicht reingebaut. Okay. Du siehst das? Hm? Was ich meine? Hm. Also wir werden jetzt versuchen, hier den Kreisverkehr so nah wie möglich danach rechts zu buxieren. Boah, Alter, ist das. Dass er sich immer gleich fixieren will. Ja, du reißt dann immer noch Gebäude, aber das muss jetzt eben. Das ist egal jetzt. Kleinvieh ist immer. Ja. Inge muss wieder ausziehen. Inge! Zack. So. So. Ist jetzt auch überschaubar, die Sachen, die raus sind. Oh, der Abstand ist ungefähr hier, ne? Zwei Gebäude. Ungefähr, ja. Das ist schon 9 Let's Play-Kanal. Ungefähr. Ingefähr heißt das. Hashtag Freiheit, ja. So. Da sind sie wieder, die Augen. Die sind aber ein bisschen kleiner. Jetzt können wir es wieder nicht ran verbinden, weil es zu nah dran ist. Ah. Meinst du? Doch, nee. Es geht. Nee, so, egal, die Geschäfte hier kennen das schon. Ja, die sind sicher. Inge! Hey. Er baut die Straße doch wieder. Warte. Das ist jetzt aus dem Kreisverkehr geworden, ey. Oh Gottes Willen, ey. Dezent ein Ei. Wenn wir noch ein paar Straßen ranbauen, haben wir das Star Trek-Symbol. Weißt du? Das ist ein Ei-Verkehr, kein Kreisverkehr. Wollen wir das wirklich so im Moment, ja, ne? Ja, ich wollen weiß, wir. Immer noch nicht, wir müssen mit den Auffahrten machen zur Autobahn. Hier jetzt, oder was? Direkt an die Autobahnauffahrt. An den Kreisverkehr. Also ihr könnt euch jetzt, ihr könnt euch jetzt aussuchen. Ihr werdet folgende Möglichkeit. Entweder ich ziehe eine gerade Straße unten runter hier und wir machen die Auffahrten ganz billig in diese Mitte rein, wo dann nur eine gerade Straße ist, ja? Und die gerade Straße endet halt in 2 Kreisverkehren. Das Geräusch ganz gut gefallen. Kann ich nochmal hören? Das erste Mal hat mir besser gefallen. Oder Variante 2, machen hier. Wie bei El Bundy damals, ja? Ja, genau. Arme der Frau, der BB. B. Variante B wäre hier erhöht und hier erhöht ranführen, so quasi wie hier unten, ja? Und dann hier hinten rum die Bügelführungen. Also für alle, die von hier wollen, fahren hier rein, Bügelführung hier und da weiter. Mit Einbahnstraßen, genau. Merkt euch bett. Weil wenn du hier jetzt wirklich eine Straße durchziehst, da unten, musst du wieder eine Auffahrt bauen und dann haben wir halt wieder zu viele Kreuzungen. Ja, genau. Okay. Mein Gott, wir sind uns einig geworden. Unglaublich. Vorerst mal, weil da wird es sich wieder mega staunen wahrscheinlich, so wie unten im Industriezentrum. Aber eine andere Lösung fällt mir gerade nicht ein. Also, liebe Straßenbauer unter euch, wenn ihr irgendeinen besseren Tipp habt, dann bitte gerne in die Kommentare.
Echt ihr seht ja, was wir da gerade fabrizieren. Bitte, jetzt! Am besten noch bevor diese Folge ausgestrahlt wird. Ja. Gut, das wird schwer, ne? Das wird immer geiler. Schreib einfach jeden einzelnen Abonnenten an, Anno, das wird schon. Einer weiß schon die Lösung, ne? Und jeden, der es sich sonst noch angucken würde. Von den Nicht-Abonnenten. Oh Gott. Das wird auf jeden Fall lustig. Ja, der Uhrzeit angemessen, würde ich sagen. Der Uhrzeit. Moment, das kriegen wir noch einen Ticken besser im Moment. Das ist wieder der innere Konflikt von Anno. Schön Power, Anno. Wäre es jetzt 14 Uhr nachmittags, würde ich sagen, ja. Aber schon schicker, Anno, ja. Das kannst du so lassen. Ich komme hier halt nicht raus. Was ist denn das für ein mieser Kram? Ist der Kreis zu klein? Bäume. Das ist ein mieser Kreis. Das sind die Bäume. Das sind das Problem. Nee, irgendwie, ich glaube, durch die eine Auffahrt hat es diesen Kreisverkehr verspult da hinten. Kann das sein? Spult? Ja, der ist halt ein bisschen, der ist jetzt halt nach hier unten ausgerichtet. Der irgendwie kriegt es ohnehin. Strange. Ja, das Ei bleibt. Das Ding halt nochmal. Inge! Sie haben es schon wieder gemacht. Hola. Hoppala, ja. Nee, ja. Geht halt noch ein Gebäude drauf, mein Gott. 1 bis 7. Freude. So ist denn, jetzt durch. Muss es überhaupt eine sechsspurige sein oder langt ein Kreisverkehr in dieser Größe? Mit Auf- und Abfahrten. Sollte schon mehrspurig sein. Dann wir fangen jetzt einfach hier hinten an. Mhm. Jetzt geht's nämlich noch. So, ja. Genau. Und ist jetzt noch bis jetzt jeder zufrieden. Für den Moment. So, dasselbe gleichwinklige Dreieck auf der anderen Seite noch und dann hast du es. Da hinten ist Holz. So. Beinahe geschafft, Leute. Beinahe geschafft. Hier, ja? Ja. Daumenmaß aneinander, warte. Halt mal die Finger am Bildschirm, passt's. Das ist analog, weißt du? So hat man früher gemessen. Nein! Ja, da ist das Ei auch. Da ist das Ei auch wieder. Ja. Macht er es noch? Oh Gott sei Dank. So. Pack dem Ei zurück. Nicht zu nah vor, ne? Das wird halt wieder mega Stauprobleme geben. Das ist dasselbe wie unten. Ja, unten gibt's auch Stau. Der löst sich gerade auf, Valvo. Ja, echt mal. Achso, apropos, danke für den Hinweis. Apropos Auflösung. Seit 15 Folgen löst sich der langsam auf. Ja, es sieht total nach Auflösung aus, ja. Auflösungserscheinungen, um genau zu sein. Ja. Nee, ich die Autobahn downgraden. Don't do this. Don't touch it. Das ist auch geil. So, eine ganz kurze Phase, wo es nicht geht und dann wieder. Ist das die Müllverbrennungsdings oder was ist denn da? Das ist der Aldi. Da kannst du die Dinge nicht. Das geht nicht. Einmal Aldi bleibt lebenslang Aldi. Echt mal. Ja, da hinten haben wir noch dasselbe Problem. Ist die eigentlich mittlerweile leer? Die Frage jetzt einfach mal so blöd. Die Müllverbrennungsanlage? Ja, vielleicht. Könnte schon hinkommen. Die Müllverbrennungsanlage. Was da? Das hier. Diese Mülldings da. Soll das weg? Das ja. Abreißen. Räumung beendet. Zumindest auf die Straße mal auf, oder? Nicht abreißen. Haben wir nicht neulich mal geklärt, dass eine
die für den unteren Teil der Stadt zuständig ist. Ja, schon, aber dann die sollte man dann halt mal besser bauen, als da jetzt auf diese Mini-Straße. Ja, aber warum gleich abreißen? Ja, so halt. Darum. Wir haben ja Geld. Achso. Warum, darum. Und da wollten wir ja auch einen Kreisverkehr machen, oder? Wollten wir. Hast du zumindest gesagt, letztens. Da könnte man einen Kreisverkehr hinbauen. O-Ton anholig. Ja, wenn wir Geld haben, war doch der Trifft Beisatz. Auf die ganze Stadt zu. Das trifft auf die ganze Stadt zu. Wir könnten überall einen Kreisverkehr. Ein Riesenkreisverkehr. Ja, das ist dasselbe Problem. Bloß geht's hier. Interessanterweise. Bam. Die Feuerwehr. Ja. Mal wieder. Ja, für die jetzt hier alle schon verlegt haben, das ist auch krank, ey. Mhm. So. Da können wir langsam einen Counter einbauen. Das sollte jetzt hier aber eindeutig zur Entlastung führen, hier. Mhm. Sofern sie alle Spuren nutzen. Ja, staut hier vorne wieder. Toll. Ihr Debbe. Der Bachpark. Ja, sieht doch mal besser aus. Um einiges als vorher. Ja. So, kommen wir wieder hierzu. So. Zurück zu unseren Eiern. Das klingt falsch. Ich weiß, aber guck's dir an. Ich kann's noch nicht mal upgraden, weil hier... Ja. Das ist nur abreißen. Es ist hier irgendwas im Weg, was... Oh, hier ist eine Klinik. Die einzige Klinik von... Oh, Alter, reiß sie ab. Komm, was soll's. Inges Tierklinik. Ich pack's mal hier. Die machen fertig auf die. Na ja, Inge. Frage ist, finden wir die jemals wieder? Ist ja egal. Ist nur Inges Klinik. Da kommt den keiner hin. Wann haben wir jemals über Inge gesprochen? So. Ja, ein dickes Ei sieht irgendwie auch nicht besser. Aber gut. Wir machen jetzt kein Neubau. Ach du dickes Ei. Wir machen jetzt hier keinen Neubau draus. Es gibt sogar eine Anbindung. Warte mal ab, ob das eine Anbindung gibt. Ich wachs grad zu bezweifeln. Och meine Herrschaftszeiten, ey. Na, du baut ihr mal bitte nicht auf der Straße hier. Wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit hier? Ey, ich brauch die Dinger jetzt wieder manuell, ey. Das ist ja echt hier nicht zu glauben, ey. Was ist der Thema Fest, ey? Die Auf- und Abfahrten sind jetzt da. Ja. Der wird noch das ein oder andere Gebäude, glaub ich, zum Opfer fallen hier, aber... Wobei... Ja, voll gesagt. Opfer. Haben wir das nicht gleich so gemacht? Weiß ich gerade noch nicht. Wenn Anno meinte, ich krieg das auch runter hin. So langsam wird das mit rund, finde ich. Ja, doch, sieht gut aus. Wenn ich mich noch daran erinnere, ganz ehrlich, erinnert ihr euch noch an den Kreisverkehr, der ganz am Anfang in der Stadt war, wie ich mich da abgequält habe? Ja. Es wird langsam besser. Wir sollten immer zuerst die Abfahrten machen und dann erst den Kreis. Wieso, als Orientierung war das ja ganz gut. Ja. Teuer, aber gut. Es gibt doch eine Anbindung ans Industriezentrum. Ivernarisch. Endlich können sie ihren Drecksholz abliefern. Müssen nicht mehr quer unten rumfahren. Ja. Nice. Hoppla. So. Hoppla. Eine weitere Anbindung. Da fährt bloß keiner, aber... Die Folge schon wieder rum. Ja, kann mal nicht mehr, ey. So. Nope. Hm? Nope. Nope, was nope? Und irgendeine Anbindung brauchen wir da auch noch, oder? Zu einer von den Straßen da. Ich wollte wissen, ob die Folge schon rum ist. Ich hab sie hochmotiviert. Okay. Hab ich ihm gesagt, wie? Nope. Nope. Dann machen wir eine kleine... Ein Feldweg. Sandstraße ohne Sand. Quasi Asphalt. Ja, sieht gut aus. Geerde. Nee, gefällt mir nicht. Jo.
Scheiße. Mag ich nicht. Kann ich nicht leiden. Ach, das ist schon eine Sackgassenstraße hier. Ach, das ist ja herrlich. Ah, herrlich, lieb. Obwohl, warte. Nee, es führt den Feldweg hin. Das ist gar keine Sackgasse. Wo führt denn hier ein Feldweg? Das ist ein Fußgängerweg, der hier runterführt, ne? Das ist ja klar. Das hier ist... Oh, okay, gut. Das hier ist rein Fußgänger. Ah. Ja, aber dann kann man da wenigstens laufen. Kannst du es auch so tragen? Hey, die Feuerwehr fährt wieder. Ich glaube, da oben ist irgendwo eine Feuerwehr platziert. So die Flintstones, die tragen ja auch ihr Auto eigentlich. Ah, hier ist die Feuerwehr, ne? Flintstones, 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 Ja. Inge! Wilma! Wilma war gestern. Inge ist heute. Inge ist die neue Wilma. Nee. Gut, Fred war so lange mit derselben Frau zusammen, der wollte doch mal abwechseln. Jetzt wissen wir auch, wie Inges Mann heißt. Ja. Fred. Oh Gott. Fred. Fredi untersteedi. Ja. Ach ja. Kleiner Insider zwischen mal von mir. So. Ja, so. Ist doch. Geht doch. Warum haben wir das nicht gleich so gebaut? So, geht doch. Nein, no. Auch direkt hoch. Nein. Aus. Anno wollte noch die Umgehungsstraßen bauen. Ja, okay. Don't. Los. Diese Lücke gefällt mir hier nicht, weißt du? Wie ich mein? Ja. Straße von oben runter? Geht nicht. Eine wird vielleicht noch. Oder gehen. Du ziehst da dann so eine Querstraße wieder durch. So ein paar Querstraßen, um die Lücke zu schließen. Ja, dann hast du aber wieder tausend von Kreuzungen, ne? Das ist. Ja, Einbahnstraßen dann halt wieder. Ich würde eher sagen, parallel hier irgendwie so zur Autobahn eine, so. Geht auch. Mhm. Dass du es gut hinkriegst. Nein, es wird eh nur die eine Seite bebaut, schätze ich mal. Oder? Ja, die rechte halt, ne? Mhm. Aber das reicht ja. Ja, oder? Oder soll ich andersrum versuchen? Dass es direkt an der Autobahn gebaut wird. Nee, so ist doch gut. Es sieht doch lustig aus. Ja. Hier hinten ran? Mhm. Irgendwie irgendwo so. Ich mach's jetzt einfach mal. Komm, kein Mach Glück. Einfach. Mach einfach. Ach so, nee. Na, das meinst du? Nein. Nee, aber so nicht, ne? Das kommt mir so nicht unter. Dann so ein Wohn, also so, was Blaues. Ja, ich dachte, oder? Da vielleicht mal so die ersten Bürotürme. Mhm. Ja. Das ist hier kompliziert hier so. Zack. Deswegen sage ich hier, was Blaues. Das ist Büro, ne? Ja. Himmelblau, ja. Ah, okay, wieder was Neues. Ja, Bürogebiet. Zählt das als Industrie? Ja. Als Gewerbe, okay. Ja. Als Gewerbe, okay. Ich habe auch gedacht, das zählt als Industrie. In irgendeinem Let's Play habe ich gesehen, dass das als Industrie zählt, nämlich. Ja. Es ist blau, deswegen dachte ich, zählt es hierzu. Nee. Geh mal auf das andere. Auf das Orangene müsste theoretisch sogar Büro noch mit dabei stehen. Ja, Industrie- und Bürogebiet. Okay, ja, gut. Hat Arno wieder was gelernt. Ja. Ja. Magst du es dann da trotzdem lassen, das Industriedings, oder magst du eher Büro, also das Blaue bauen? Hä? Ich hab doch jetzt das blaue Büro gebaut. Du hast gerade Industrie hierher gebaut. Ja, aber Büroindustrie, reine Bürogebäude werden da platziert, da werden keine Schrottürme gebaut. Was ja, sehen. Das ist aber. Bürotürme an der Autobahn finde ich noch angenehm. Möchtest du das? Comics! Das sieht ja lustig aus.
Indie Lizard. Na. Weißt sieht du Bescheid? Wie der Typ von Simpsons, dieser fette Comic. Ja, ich glaube, darauf ist es auch angelegt, oder? Mhm. Ich vermute, das ist sicher auch angelegt, ja. So, aber die Folge ist auch gleich schon wieder vorbei. Was? Verarsch mich nicht. Aber wir haben ja Industriegebiete gebaut. Ja, zumindest haben wir jetzt echt mal was geschafft hier. Ich glaube gar nicht, wir hatten hier anderthalb, also wir hatten zweimal jeweils eine halbe bzw. dreiviertel Folge gemacht, wo wir echt so lange rumexperimentiert haben, das geht auf keine Kur mehr. Das hier ist jetzt zumindest mal der Ansatz einer Lösung. Man könnte es als teildurchdacht auf jeden Fall abwerten. Also, nein, das sieht auf jeden Fall so aus wie unten eigentlich auch. Zumindest so vom Verkehr passt es auch. No. Ja. Moment. Gut, da müssen wir mal gucken bei diesen kleinen. Wie sich der Kreisverkehr bei stärkerer Belastung bzw. stärkerer Bebauung, vor allem links von der Autobahn, wie sich das dann irgendwann mal auswirkt. Und auch die neuen Bürogebäude werden vielleicht noch ein bisschen für zusätzlichen Verkehr sorgen, ne? Mhm. Ist auch die Frage, die kommen von der Seite, müssen sie quer fahren irgendwo, oder? Um zu den Bürogebäuden zu kommen. Von wo jetzt? Von Stadt von unten kommt. Ja, sie müssten hier, momentan ist das die einzige Zufahrt hier. Das heißt, sie müssten einmal quer, hier. Also hier. Ja, okay. Ja, das geht halt na gut, anders. Das kriegen wir für jetzt sowieso nicht anders hin. Nee. Momentan steht es erstmal. Ich bin froh, dass die Stadt jetzt gewinnen macht. Ja, wir sind alle froh. Mal wieder, ne? Sogar gar nicht so schlecht. Ja. Also, geht zumindest stetig. Oh. Eine Sparkasse. Was ist denn? Eine Sparkasse. Total auch, ne, so steht das auch. Derselbe Schriftgröße. Das Original Sparkassen-Logo rechts. Ja, genau. Selbe Schriftkante. Mhm, klar. YouTube-Money, voll der Werbe. Echt mal. Na gut. Aber dann würde ich sagen, belassen wir es für diese Folge mal dabei. Und echt, für Mann? Heute, diese Aufnahme ist echt, mein Gott. Oh. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also zusammen. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen, das war jetzt Folge von Folge 20 bis auch was auch immer das jetzt hier ist. Ich kann nicht mehr mitzählen, so auf die Folge, wo wir abgebrochen haben. Das war jetzt eigentlich 20 bis jetzt halt. 20 bis jetzt, ich weiß ja nicht, was wir jetzt haben für eine Folge. Es ist echt ein Akt, wenn du hier versuchst, irgendwas vernünftig verkehrstechnisch anzubinden. Ihr macht euch darüber echt keinen Kopf. Außer alle, die selber spielen, ja. Und dann hat man, aber wenn man selber spielt, hat man nicht den Zeitdruck. Da baut man dann und stellt dann fest, oh, jetzt sind ja 2 Stunden vergangen. Da könnte man jetzt ja auch mal wieder, ne? Oder man aber ich glaube, das ist immer so vor. So von wegen, glaube ich, echt so ein, das baue ich mal. Und dann so ein Spiel, wo man voll die Zeit verliert. Ja. Es ist ein Umbauspiel. Eben noch eine Stunde. Schlicht und ergreifend ein Umbauspiel. Ja, vor allem, aber gut, wir ganz haben ehrlich, von dem Original der Stadt ist nicht mehr wirklich viel übrig. Aber wir haben trotzdem viel geschafft heute, wenn du denkst, die ganze Autobahn, die wir da durchgezogen haben. Die Autobahn, die Kreisverkehre und tendenziell musst du, ich kann ja mal... Die Anbauung an Österreich. Österreich, genau. Tendenziell ist eigentlich, das hier ist neu, alles. Ja. Das hier ist alles Bible neu. Beach ist verschandelt worden. Durchstoßen. Und nur diesen einen Upgrade hier bekommen. Das ist der einzige Unterschied zu vorher bei dir. Aber halbiert an Einwohnern. Ja. Ja, und die ganzen kleinen Straßen sind halt weg. Dadurch ist eine fette Straße da. In meinem schönen Bible Beach. Tja. Das Leben der Fortschritt. Aber an sich haben wir viel geschafft heute. Ja. Also es kam einem jetzt gefühlt erstmal weniger vor, aber es war gar nicht so wenig. Na gut. So. Dann bedanke ich mich, von meiner Seite, dass ihr heute Abend auch durchgehalten habt. Auch in meiner kreativlosen Phase in der Mitte irgendwo, wo ich einfach keinen Gedanken mehr fassen konnte. Wir waren alle an einer kreativlosen Phase, glaube ich. Dass das dabei rausgesprungen ist, ja schon ein Wunder. Also. Echt? Also unsere kreativlose Phase war von Folge 20 bis jetzt. Bis jetzt gefällt mir das hier noch. Es fließt, es läuft.
ist rund, ist alles ziemlich durchgängig bebaut, ohne dass wir große Lücken irgendwo haben. Aktuell geht's auch noch mit dem Verkehr. Ja. Weil keiner fährt. Ja, nein. Guck mal, da kommen sie alle, die Hotdogs. 6000 Hotdogswagen und Brezel oder was das ist da. Donut. Die Müllbank sind weniger geworden. Donut, ja. Ja, der Müll ist ja auch nicht mehr abtransportiert. Nachdem unten ist alles abtransportiert. Die ganze Stadt hier sag 3 Jahre lang im Müll erstickt ist. Ja. Ein Pfeil sieht man übrigens nicht, ne? Ich weiß, Straps. Aber Valvo sieht ihn. Valvo sieht ihn. Okay, ja gut. Das ist dann noch ein... Da hier, ne? Da. Die vorne Nummer 2. Aber es ist weniger, geworden. Er ist weniger geworden. Es ist weniger, eindeutig weniger. Ne? Es fahren nur noch 3 an einer, in einer Kolonne. Also es ist deutlich weniger geworden. Ja, gut, aber wir lassen das für diese Folge... Genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Da kommt nochmal welche. Bis zum nächsten Mal. Ja, also, tschüss. Tschüss. Tschüss.